Ja, ein wunderbares Hallo. Was soll man sonst immer sagen? Im Video Nummer 918 auf meinem YouTube-Kanal. Nun, ist immer das Gleiche. Und das Leben ist auch immer grundlegend das Gleiche. Und doch ist es jeden Tag anders. Jeder Tag hat andere Empfindungen, anderes Wetter, andere Energien, andere Aufgaben. Und das gilt es wahrzunehmen, zu akzeptieren, anzuerkennen und natürlich zu genießen oder auch nicht zu genießen. Ja, es geht in diesem Video eben darum, dass man diese Dinge im Leben, die anscheinend immer gleich sind, und eben nicht mehr wahrnimmt, dass es doch immer anders ist. Ich kann eine Runde spazieren gehen, immer dieselbe Strecke, und doch ist es jedes Mal anders. Doch wie oft nimmt man das noch wahr? Wie oft sieht man, dass die Gefühle anders sind? Der Zustand anders ist, der Wald anders ist, der Erdboden anders ist, was auch immer. Der Mensch hat leider keine Zeit mehr, das wahrzunehmen. Viele machen dann, ja, ich gehe mal meine Runde, und während man so seine Spazierrunde geht, wird noch der Kinderwagen geschoben, wird noch an den Abend gedacht, was man alles zu tun hat, damit man dann ins Fitnessstudio kann. Und so weiter und so fort. Das heißt, man ist irgendwo anders, nur nicht im Hier und Jetzt und somit nicht im Leben. Viele Gedenken und vor allen Dingen auch viel Schnelles hin und her. Man schiebt den Kinderwagen, Mann auch, Frau auch, und guckt dabei ins Handy, sehe ich in letzter Zeit sehr oft. Und was macht man alles? Man macht so viel. Und schlussendlich macht man gar nichts. Man hat ins Handy geschaut, Nachrichten gelesen, Nachrichten beantwortet. Und ich behaupte mal, die meisten davon sind nicht akut wichtig. So hat man die Laufstrecke nicht wahrgenommen, den Wald nicht wahrgenommen, das Kind nicht wahrgenommen, sich selber nicht wahrgenommen. Aber man hat viel gemacht. Man war spazieren, man hat das Kind ausgeführt, man war im Wald. Aber man hat nichts von. Man hat so viele Möglichkeiten, alles geht so schnell. Leider geht es schnell vorbei. Warum? Weil man nicht da ist. Weil man immer im Hin und Her, im Hier und Jetzt und dann wieder im nächsten Moment wieder ganz woanders ist. Hin und her hüpft unser Gehirn. Aber es kann nicht an einem Ort, an einer Stelle bleiben. Ja, und dann wundert man sich, wenn man zum Yoga geht und meditiert, oh, meine Gedanken sind so, na klar. Man macht so viel und eben doch nichts wirklich. Ja, man hat so viele Errungenschaften, die nur dazu führen im Grunde, dass wir länger durchhalten, dass wir immer mehr und noch mehr machen. Noch mehr Nachrichten schreiben, noch mehr Chats haben, WhatsApp, ja auch, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dieses Gramm, dieser Flying Messenger, diese App, jene App, und dann schließt man eine Versicherung ab, da gibt es auch noch eine App dafür. Statt dass man das Papier einfach ruhig im Ordner liegen lässt, hat man da auch noch eine App, dass man nochmal schnell reingucken kann, dass man schnell nochmal was dies machen kann, jenes machen kann. Ja. Was bringt das alles? Nichts. Was macht man dann, wenn man merkt, man wird krank, man wird unruhig, man hat Herzklopfen? Psycho-vegetative Probleme, Störungen, psychische Störungen auch. Dann geht man zum Therapeuten. Ja, Sie müssen das machen. Und
Das Einzige, was man dann oft macht, ist auf einem kranken System eine Maßnahme aufbauen, wo man vielleicht denkt, ah, es geht ein wenig besser und trotzdem macht man genau dasselbe. Manche machen es auch im Yoga, man macht Leistungssport, dann hört man auf, weil man erkennt, ach, das ist nicht gesund. Dann macht man Yoga und ist im selben Muster, Leistungsyoga. Und das ist gar nicht so einfach, aus diesen Mustern rauszugehen. Das erfordert viel Arbeit, viele Erlebnisse, auch im negativen Sinne, dass man checkt, hey, so geht's nicht. Die To-Do-Liste muss gekürzt werden. Sonst macht man in der Meditation auch To-Do, länger meditieren, härter meditieren, noch mehr meditieren und man merkt gar nicht, man kommt keinen Millimeter vorwärts. Man lebt in einer Meditationsillusion, in einer Chakra-Stein-Illusion, in einer Power-Yoga-Illusion, in einer NLP-Illusion und was es alles gibt, weil sich der Mensch grundlegend nicht verändert. Er denkt vielleicht jetzt an Gott, er denkt vielleicht jetzt an die Heilsenergie, die durch ihn fließt, er denkt an das Mantra Om Namah Shivaya, er denkt, wie er die Übungen am besten machen kann, dass er sich weiterentwickelt, aber er versteht nicht wirklich, dass er immer noch denkt. Dass er immer noch zu viel ins Handy guckt. Dass er immer noch zu viele Fortbildungen macht im Yoga, statt einfach zu üben. Und es ist immer dasselbe. Man flüchtet sich in eine Illusion, dann in die nächste Illusion und merkt nicht, dass man im selben Fahrwasser ist. Ja. Ob ich esoterisch denke, ob ich in der Sparkasse denke, ob ich in der Börse denke, es ist immer Denken. Wenn man denkt, kann man nicht wahrnehmen. Es ist nicht möglich. Ja, und mit diesen ganzen Errungenschaften haben wir eigentlich viele Möglichkeiten des Wissens, viele Möglichkeiten, was kann ich tun bei vegetativen Störungen, bei Unruhe, bei dieser, jener Erkrankung, was kann das damit zu tun haben? Und dann beschäftigt man sich damit, aber das Wichtigste ist immer nicht mehr denken, sondern üben, tun, nicht philosophieren, sondern machen. Kein Yoga-Diplom wollen, sondern üben wollen. Und dann geht es immer wieder ums Wissen, wie viel, was weiß ich, Yoga-Stunden hat man gelernt, wie viele Stunden auf dem Zertifikat, dass die Kasse das zahlt, wie viele Reiki-Meistergrade habe ich und es interessiert das Leben nicht. Es interessiert die Natur nicht, wie viele Meistergrade du hast, sondern es interessiert die Natur, das Leben, Gott, wen auch immer, die Kinder, die Zeit, die du mit ihnen verbringst. Und das ist alles, worum es sich dreht. Wenn man halt den Kinderwagen schiebt, ihr habt das auch früher gemacht, dann geht man joggen, dass man was getan hat, das Kind im Wagen gefahren. Man merkt gar nicht, das ist völliger Schwachsinn, was man da macht. Ja, dauert alles eine Zeit. Aber man hat immer das Gefühl, man muss das machen und das noch und das Kind will ja auch noch was und jenes welches. Dann hat man so viel gemacht, aber nichts wirklich Wichtiges. Hätte man sich mit dem Kind hingesetzt, hätte das Kind mehr davon. Und dann, wenn das Kind schläft, wäre man joggen gegangen, hat man viel mehr davon. Aber wenn das Kind schläft, ist man müde, muss man Fernsehen gucken, muss man was anderes machen. Deswegen muss man andere Dinge doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach machen. Und man macht im Endeffekt nichts wirklich. Das hätte man sich sparen können.
Ja, aber das ist der Erkenntnisweg, da musste ich auch durch, muss immer noch durch. Aber man merkt dann irgendwann, was man macht. Man macht so viel Schwachsinn am Tag. Und das ist keine Bewertung, sondern es ist eine feststehende eine Tatsache. Es ist einfach eine Tatsache. Und da habe ich auch so ein Video gehört von einer Psychologin, die hat dann auch so in dem Video, ich weiß gar nicht, worum es ging, auch gesagt, da gibt es eine Übung von irgendjemanden, die kennt man auf jeden Fall, schon mal gehört, den Namen habe ich jetzt vergessen. Und man stellt sich vor, die letzte Stunde hat geschlagen, man hat nur noch, was weiß ich, eine Stunde zu leben oder einen halben Tag oder einen Tag. Was würde man machen? Was wäre wichtig? Was würde einen wirklich interessieren? Und dann würde man nicht denken, boah, ich habe noch gar nichts gegessen. Oh, können wir mal ins Kino noch gehen den letzten Tag? Ja. Und erst dann, wenn man sich selbst naturgetreu, authentisch sagen kann, hey, ich mache nichts anders. Ich mache genau das, was ich immer mache. Wenn ich in einer Stunde sterbe, dann bin ich tot. Aber das, was ich mache, hat immer einen Sinn. Dann braucht man nichts verändern, nichts anderes machen. Dann sagt man sich, ich mache immer, oder meistens zumindest, man ist ja nicht heilig, das, was dem Leben dient, was mir dient, was Gott dient. Dann ist es egal, wann man zum Beispiel stirbt, ob man das noch gemacht hat, ob man mit seinen Verwandten noch geredet hat, ob man sich mit den Kindern vertragen hat und dies und jenes. Das hat man dann irgendwann gemacht. Und man muss keine Angst haben, wenn man dann geht, dass man noch nichts, dass man auch manche Dinge erledigen müsste, sondern man hat das getan, was im Leben wichtig ist. Ja. Ein wunderbares Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Hab's am Anfang gesagt, 918 Videos. Hinterlasst gerne ein paar Likes und Kommentare und bis bald.